Verleumdend. Verleumdend ist ein partizipiales Adjektiv. Es ist das Partizip Präsens von verleumden. Verleumdende Vorgehensweise kann heißen, dass man einem anderen etwas anhängt, was nicht stimmt. Eine verleumdende Rede ist eine Rede, wo man etwas wider besseres Wissen behauptet, was nicht stimmt. Verleumdungen sind sogar strafbar. Man muss sich Verleumdungen nicht gefallen lassen. Zwar sagt Swami Sivananda, trage Schmähung, trage Kränkung, aber wenn jemand Verleumdungen verbreitet, die nachher deinen Leumund, deinen Ruf ruinieren, dann kann es gut sein, dich gegen Verleumdung auch zur Wehr setzen. Wenn zum Beispiel jemand sagt, du bist dumm oder du machst nur Unsinn, gut, das kannst du als Kränkung hinnehmen und kannst darüber stehen. Wenn aber jemand sagt, dass du betrogen hättest, dass du jemand anders ausgeraubt hättest, dass du die Unwahrheit gesagt hättest und so weiter, das ist Verleumdung. Verleumdung bedeutet also, Behauptungen zu verbreiten, die nicht stimmen. Währenddessen eine Beleidigung heißt nur, etwas zu sagen, was kränken könnte, aber nicht auf Tatsachen beruht.